Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Beim letzten Wachsmacherei-Restock habe ich mir ein paar Kleinigkeiten bestellt und die möchte ich euch gerne zeigen. Es ist wirklich nicht viel, eigentlich hatte ich kein Geld zum Bestellen, aber der liebe Hannes hat mich in seinem Vorstellungsvideo auf zwei Düfte so neugierig gemacht, dass ich dachte, Mensch, die musst du aber eigentlich schon unbedingt mal testen, und ich habe eine Mini-Bestellung aufgegeben. Es sind tatsächlich nur 6 Düfte, aber ich zeige sie euch sehr gerne. Eigentlich lohnt das Video kaum. Ich gucke mal, ob ich noch vielleicht andere New Ins direkt dahinter mache. Aber wir kommen erst zur Wachsmacherei und den 6 Düften. Ich habe mir als einmal bestellt den Shimmering Stars. Übrigens ein riesiges Melt. Es ist Handteller groß und richtig dick. Ich lese euch erstmal die Duftbeschreibung vor. Eine Nacht unter dem Sternenhimmel, eingehüllt in eine Decke aus kuschelweichem Kaschmir, dazu Nuancen von Maiglöckchen, Jasmin und Pfingstrose, in Kombination mit luxuriöser Vanille und Sandelholz. Klingt nach mir, schreit nach mir. Guckt euch dieses fette Melt an. Wunderhübsch, oder? Und der riecht so gut. Oh, also ich rieche definitiv Kaschmir raus und ich rieche Vanille und Sandelholz raus. Bei den anderen Sachen weiß ich nicht, ob ich es rieche. Es riecht aber alles in allem in der Kombination wunderschön und kuschelig und gemütlich und ja, ich freue mich drauf. Ein sehr, sehr schöner Duft. Und dann habe ich mir den Hello Handsome bestellt. Spritzige Bergamott, balsamisches Kiefernholz, süßlicher Lavendel und warmes Sandelholz. Und der liebe Hannes sagte schon, dass das ein sehr maskuliner Duft ist. Da werde ich ja hellhörig. Ich liebe maskuline Düfte. Ich habe 2 so hübsche Schleifen bekommen. Und es ist ein sehr frischer, maskuliner Duft. So duschgelig bis hin zu einem sehr frischen, sportlichen Parfum, so ein Mischding irgendwie. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Ich mag ja maskuline Düfte, unabhängig davon, ob sie Parfum- oder Duschgelartig sind. Fast immer. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, die ich nicht mag. Und Hello Handsome mag ich auch. Der nächste, auf den mich der liebe Hannes neugierig gemacht hat, ist wohl eine Kreation, die er sich damals wohl von der Dani gewünscht hat, nämlich Orangenmarzipan. Sonnengeküsste Orangen, köstliches Marzipan und etwas cremige Vanille. Dann habe ich hier 2 solche Melts bekommen. Was soll ich sagen? Es riecht nach dem, was draufsteht. Ihr habt eine ganz klare Marzipannote. Ihr habt aber auch eine ganz klare Orangennote. Finde ich gut. Gefällt mir. Ich muss mal schauen, ob ich ihn jetzt noch im Frühling verdüfteln kann oder ob ich ihn liegen lasse. Bei mir ist das ja immer so eine Sache, ihr wisst, saisonal und so. Ja. Aber ich freue mich auf Orangenmarzipan. Der nächste ist der Aloe Rain. Pflegendes Aloe Vera Gel, wässriges Gurkenwasser und zitrische Akkorde von Orange, Limette und Zitrone werden abgerundet mit sauberer Ozonluft, frischem Moos und einem Hauch von Lilie, Jasmin und Narzisse. Auch das ist ein recht großes Melt. Also schaut mal so im Vergleich zu meiner Hand. Es ist auch recht dick, vor allem nach unten. Und es ist sehr hübsch und es riecht schon auch. Der riecht sehr frisch und wässrig und leicht süßlich. Ich finde den toll. Ich kann den nicht beschreiben. Das ist für mich fast schon ein Spa-Duft. Einfach so schön frisch, aber nicht herb, sondern wirklich so, ja, ich empfinde ihn als leicht süßlich. Ich kann ihn nicht beschreiben, aber ich finde ihn wunderschön. Dann kommt der Zen Garden.
Ein vielschichtiger Duft von betörendem Jasmin und süßen Orangenblüten, wildem Efeu und Sandelholz. Dazu kommen sonnengeküsste Zitrusfrüchte, ein Hauch Brombeere und etwas Kaschmir. Auch das ist ein sehr schönes Melt, guck doch mal. Und auch das ist ein Duft, den ich nie beschreiben könnte. Ich weiß jetzt natürlich, dass da ein bisschen was Florales ist, ein bisschen was Fruchtiges, Sandelholz und Kaschmir. Ich wäre aber nie darauf gekommen. Dieser Komponentenmix ist so vielschichtig und wunderschön. Ich weiß nur, dass ich ihn einerseits frisch und andererseits warm und kuschelig gleichzeitig empfinde, so verrückt sich das anhört. Auch das ist für mich der totale Spa-Relax-Duft. Bisschen beruhigend, man kann runterkommen und bisschen abschalten. Und ich finde den toll. Ich wäre aber niemals auf diese Duftkomponenten gekommen. Das ist der Wahnsinn. Und dann der größte Brocken, Sleeping on Clouds. Wunderschöne, beruhigende Vanille mit Nuancen von frischen Baumwollblüten, Lavendelknospen, kuscheligem Kaschmir und warmem Sandelholz mit floralen Akzenten von Kamelie und Amaryllis. Herrlich gemütlich. Ja, und ich lese nur Vanille, Lavendel, Kaschmir und wusste, das ist meiner. Leute, das ist ein Klumpen. Meine Hand als Gegenstück, das ist der komplette Handteller, nur viel dicker als meine Hand. Also das ist ein Riesenteil. Ich weiß nicht, wie oft man davon düfteln kann, aber bestimmt 8-mal. Und dieser Duft. Man riecht Lavendel raus. Man riecht aber auch dieses Weiche von der Vanille und dieses Kuschelige vom Kaschmir. Und obwohl man die Baumwollblüten nicht explizit rausriecht, hat es irgendwie so einen ganz leichten Wäscheeinschlag, aber nur ganz leicht. Alles in allem ist das für mich einfach ein wunderschöner, sanfter, entspannender, lavendelig-kaschmirartiger Traumduft. Mein Gott, Dani, der ist dir so, so gut gelungen. Das ist Wahnsinn. Ich liebe ihn und ich hatte ihn noch nicht einmal warm. Ich weiß, dass ich den warm lieben werde. Es gibt so Düfte, da riecht man kalt dran und man weiß es einfach. Und bei dem weiß ich es. Überhaupt finde ich meine kleine Mini-Bestellung sehr gelungen für mich, weil mir tatsächlich auch alle 6 Düfte gefallen. Und ja, happy. Und ich habe nicht viel bestellt. Diese 6 Düfte hatten, ich glaube, einen Warenwert von 25 Euro. Ich habe wirklich nicht viel bestellt. Und ich habe trotzdem 5 Goodies von Dani bekommen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber Dani, das ist nicht selbstverständlich, dass du so viele Goodies dabei gibst. Ich freue mich da wahnsinnig. Und ich weiß das auch durchaus zu schätzen, dass man so viel geschenkt bekommt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. So, als Goodies habe ich bekommen den Lenora Blue Type als Bridgets. Ja, und wie ihr schon am Namen ahnt, es ist ein Wäscheduft. Einzeln ist er mir, glaube ich, zu langweilig. Ich denke, ich werde ihn mischen mit irgendetwas. Weil es ist eigentlich ein schöner Wäscheduft. Er ist nicht beißend oder so. Mir wäre er nur solo zu langweilig, ja. Aber sicherlich sehr schön zum Mischen. Dann habe ich bekommen Angel Heart. Das ist ebenfalls so ein Brittle-Stück. So schaut er aus. Und hier würde ich ja drauf tippen, dass irgendwie sowas Patchouli-artiges und Amber irgendwie zusammengemischt wurden. Ich habe dieses schwere, leicht orientalische, was Patchouli gerne mit sich bringt, was auch Nag Champa mit sich bringt und was Opium mit sich bringt, so diese dunklen, mystischen, schwer orientalischen Noten. Aber irgendwie habe ich auch so ein Sonnenuntergangsgefühl.
Ich weiß nicht, was da drinnen ist. Ich finde ihn angenehm. Sehr angenehm sogar. Mag ich. Dann nochmal Brittles von der inneren Balance. Und das ist was Zitrisches. Ich weiß nicht, was da alles drinnen ist. Der ist zitrisch und für mich auch so ein bisschen prickelig. Durch dieses Prickelige hat es für mich aber keinen Reiniger-Einschlag, sondern vielleicht eher einen Limonadeneinschlag oder so. Ich bin gespannt, wie der warm sein wird. Dann habe ich noch so ein Töpfchen bekommen von Träumschön. Den hatte ich demnächst tatsächlich im Tauschpaket als Meld. Ich fand den wunderschön. Das ist auch so ein toller Schlafzimmerduft. Und jetzt habe ich hier noch was davon. Ja, freue ich mich. Und Dani hat jetzt ebenfalls einen Überraschungsduft, der als Goodie dabei kommt. In dem Fall scheint es was Florales zu sein. Ja, floral, da könnte sogar Rose drinnen sein. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich finde immer sehr schade bei diesen Überraschungsdüften, dass es nicht dabei steht. Denn wenn man so ein richtiges Highlight dabei hatte, dann weiß man leider nicht, was man nachbestellen soll. Weil man nicht weiß, welche Öle da drin vereint wurden. Ja, in dem Fall ist es, wie gesagt, etwas Florales. Ja, und das war schon meine kleine, aber feine Wachsmachereibestellung. Ich denke, als einzelnes Video ist es vielleicht ein wenig kurz. Ich erwarte allerdings auch noch andere Mails. Und ich denke, das hänge ich dann hier noch hinten dran, damit das Video für euch ein kleines bisschen länger wird. Also, bis dann! So, ihr Lieben, und weiter geht es. Ich dachte, ich zeige euch jetzt auch noch meine paar kleinen Neuzugänge von der lieben Doris, von Wohlfühlmomente. Auch das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber es sind ein paar schöne Mails dabei. Ich bin bewaffnet mit meiner Brille, obwohl ich für den ersten keine Duftbeschreibung habe. Das ist ein Triple Layer Bar, Papaya, Kaktus und Sea Salt und Guava. Und die Triple Layer Bars sind immer in drei Farben gegossen. Und der riecht so schön. Ich rieche Kaktus und Sea Salt kalt jetzt nicht heraus. Allenfalls, dass vielleicht eine minimale frische Note dadurch kommt. Ich rieche vor allem Papaya und Guave. Und das ist ein richtig toller Sommerfruchtduft. Ja, der gefällt mir. Hebe ich mir aber, wie gesagt, auch für den Sommer. Fruchtdüfte sind für mich vor allem im Sommer toll. Der nächste, den ich habe, ist der die Birnen-Haselnuss-Tart. Das ist so ein richtig dickes Melt. Guckt mal, so im Vergleich zu meiner Hand. Und das ist richtig dick. Und da habe ich dann eine Duftbeschreibung. Saftige grüne Birnen, knackige Haselnüsse und süße Creme auf fluffigem Kuchenteig. Und er riecht nicht unangenehm. Ich weiß aber allerdings noch nicht, ob er für mich warm funktioniert. Das ist bei Foodie-Sachen immer so eine Sache bei mir. Aber er riecht jetzt erstmal eigentlich nicht unangenehm. Ich rieche tatsächlich die Nüsse raus. Die Birne könnte für mich kalt auch fast eine Banane sein. Aber wahrscheinlich spinnt da nur meine Nase wieder. Und ich rieche tatsächlich irgendwas Teigiges. Ja, werde ich ausprobieren und dann mal schauen, ob der für mich funktioniert oder eben nicht. Wie gesagt, bei Foodie ist das bei mir immer so eine Sache. Mir gefällt da lange nicht alles. Ist eigentlich nicht so meine bevorzugte Kategorie, aber manchmal, ne? Dann habe ich mir bestellt die Zuckerblütentörtchen. Und da sind zwei Mails drin und die sehen total süß aus. Also erstmal in mehreren Farben gegossen. So ein kleines Blütchen oben drauf. So, und da lautet die Duftbeschreibung. Unser Zuckerblütentörtchen ist das Highlight auf jeder Kaffeetafel. Zarte Rosenblätter und gezuckerte Lavendelblüten auf einem Tortenboden aus fluffigem Vanillerührteig, gekrönt von einem Topping aus süßer Zuckerglasur. Und das riecht toll. Das ist für mich so die perfekte Verbindung aus was Floralem
und was Foodigem. Ich rieche tatsächlich was Teigiges. Es hat eine Foodie-Note. Aber ich rieche auch die Rosen- und Lavendelblüten raus. Sehr zart und sanft und geschmeidig. Schwer auszudrücken. Und das Ganze ist eigentlich süß, aber jetzt nicht pappensüß, sondern in einer sehr angenehmen Süße. Ja, gefällt mir. Den kann ich kalt auf jeden Fall empfehlen. Der nächste ist der Jelly Bean Rain. Und den habe ich vor allem wegen der Duftbeschreibung bestellt. Moment, ich packe ihn erst einmal aus. Er ist nämlich auch zweifarbig gegossen. Davon habe ich zwei Melts in der Tüte. Ein unwiderstehlicher Duft nach süßen Bonbons mit Nuancen von Himbeere, Erdbeere, Apfel und gezuckerten Zitronen, kombiniert mit einem sanften Regenschauer aus zarten Jasminblüten und taufrischem Gras. Und mich hat interessiert, wie eine Kombination aus Jellybean und einem Regenduft sein könnte. Jellybean ist sehr süß, also ja, sagen wir mal, ein-, zweimal im Jahr kriege ich Lust auf so richtig knatschig süß wie Jellybeans, aber es ist nicht so häufig. Ein Rainduft könnte bei mir schon öfter in die Lampe wandern und ich wollte wissen, wie ist die Kombination. Und ich muss euch sagen, dass ich den Jellybeans kaum rausrieche. Es ist für mich ein Regenduft, dem einzigen Unterschied, dass er nicht ganz so frisch daherkommt, sondern schon diese süße Note hat. Aber nicht so süß, wie ich es jetzt gedacht hätte. Riecht für mich angenehm, hat für mich tatsächlich mehr von einem Rain als von einem Jellybean-Duft, was für mich aber wiederum gut ist. Ich denke, die Jellybeans geben dann nur ja, eine gewisse Süße und vielleicht kommt auch das Fruchtige ein kleines bisschen mehr raus, wenn der warm ist. Gefällt mir kalt jetzt aber erstmal. Finde ich in Ordnung. Dann habe ich mir den Strawberry Melon bestellt. Das Melt schaut so aus. Moment. Ein sommerlicher Obstsalat aus reifen, samtigen Erdbeeren und saftigen Melonen. Und ich rieche die Melone um einiges dominanter heraus als die Erdbeere. Die Erdbeere ist für mich nur so angehaucht und es ist natürlich eine künstliche Erdbeere, aber die Melone dominiert. Und ich würde sagen, es ist eine Wassermelone. Ja, ich hoffe, dass die Erdbeere im Warmzustand noch ein kleines bisschen mehr durchkommt, denn ich fand eigentlich die Kombination aus diesen beiden Früchten interessant. Ja, ich werde es im Sommer herausfinden. Wie gesagt, Fruchtdüfte sind für mich Sommerdüfte. Dann habe ich den Camille Cremer bestellt. Ich packe ihn jetzt mal nicht aus, das erkläre ich gleich. So sieht das Melt aus. Es ist zweifarbig gegossen und recht dick. Sanfter Kräutertee mit einem cremigen Schuss Milch. Ein herrlich entspannender Duft nach Kamille und Milch, gestützt mit einem zarten Hauch Amber und Musk. Nachdem ich bestellt habe, meinte Manu zu mir, wieso hast du den bestellt, den magst du doch nicht. Und ich war ein bisschen verwirrt und habe gefragt, hatte ich den denn schon mal? Und sie so, ja, hattest du und den mochtest du nicht. Ja, dann kam er hier an, ich habe dran gerochen und Manu hat recht, ich mag den nicht. Ich glaube, es ist die Milchnote, die mir hier nicht passt. Es ist nicht nur, dass ich ihn nicht mag, ich finde den Duft sogar unangenehm, deswegen hole ich ihn gerade hier nicht raus. Ist für mich also ein Fehlkauf, weil ich mich mal wieder nicht daran erinnert habe, dass ich ihn schon mal hatte. Ist jetzt aber auch nicht so tragisch, wird vertauscht, ne? Kann ich mitleben. Dafür sind alle anderen Düfte super. Dann hatte ich White Tea and Lavender. Da dachte ich, das kann nicht schief gehen. Ich liebe Lavendel, ich mag Teedüfte. Wird schon passen. Das ist dann so ein Melt. Ach, der Duft kommt mir schon entgegen. Das herrlich beruhigende Aroma von Lavendelblüten kombiniert mit belebenden Zitrusnoten und weißem Tee. Und es ist irre. Ihr riecht tatsächlich Lavendel raus, aber auch diesen sanften weißen Tee.
Es ist einfach nur ein wunderschöner Lavendeltee. Recht sanft und beruhigend und einfach nur schön. Und ich freue mich darüber, denn ich habe das Melt gleich zweimal bestellt. Als einziges Melt, das ich doppelt bestellt habe. Einfach, weil ich Hoffnung hatte, ne? Lavendel, weißer Tee, dass das bei mir eben funktioniert. Wo ist denn der nächste? Da. Dann durfte Bliss einziehen. Das ist so eine hübsche Tafel. Ein einladender Wäscheduft nach roten Beeren, saftigen Kirschen, weißen Jasminblüten und mit samtigen Pfirsichakzenten. Und irgendwie finde ich den toll. Das ist ein Wäscheduft, den ich so noch nicht in der Nase hatte. Es ist ganz klar ein Wäscheduft. Er bringt auch eine gewisse Frische mit sich. Aber der hat eben auch süße Komponenten drinnen, wahrscheinlich durch das ganze Obst. Und dadurch ist das für mich ein sehr schöner, samtiger, süßlicher Wäscheduft. Finde ich toll. Ich hoffe, dass der mir warm auch so gut gefällt wie kalt. Ich bin da aber ganz zuversichtlich. Bliss. Und dann habe ich noch die Jadeinsel. Den habe ich demnächst schon mal im Tauschi bekommen. Und war sehr erfreut, dass er mir gefallen hat. Weil ich ja wusste, dass ich ihn auch bestellt habe. Jadeinsel. Entflieht mit mir auf eine geheimnisvolle Insel inmitten eines Seerosenteiches. Lasst euch betören von exotischen Orchideen, wildem Jasmin, orientalischer Lotusblüte und samtigen Rosen. Genießt das Aroma von funkelndem Bernstein, sanftem Moschus und süßer Vanille. Und so riecht er auch. Der hat was Florales, was minimal Aquatisches und eine minimale Süße. Und der gefällt mir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir den für den Sommer aufhebe oder ob der sogar im Frühling bei mir schon funktioniert. Ich bin nun mal sehr saisonal. Und mir ist schon aufgefallen, ein Melz zur falschen Jahreszeit gefällt mir nicht in der richtigen dann schon. Klingt total verrückt, ne? Ja, ist aber leider so. Jadeinsel. Und das war schon meine kleine Bestellung. Ich habe dann noch drei Goodies bekommen. Einmal Magnolie und Gain, ein Custom-Duft. Magnoliendüfte mag ich. Gain kommt immer darauf an, wie er abgemischt ist. Und hier ist er sehr schön abgemischt. Ich finde, dass Magnolie die dominantere Note ist. Aber dahinter kommt ganz klar das Waschmittel. Also ihr habt hier ein sehr florales, magnolienlastiges Waschmittel. Magnolie und Gain. Dann habe ich Hawaiian und Honey Blossom. Auch das ist ein Shopduft, kein Custom. Ich wollte gerade sagen, auch ein Custom-Duft, ist es aber gar nicht. Das ist ein Shopduft, also der wird wahrscheinlich demnächst in den Shop kommen. Auch das ist so ein Herzchen. Und der ist schön und sehr sommerlich. Ich finde, dass hier Hawaiian stärker durchkommt als Honey Blossom. Honey Blossom macht das nur so ein bisschen süßlich, süßlich floral. Es ist für mich ein sehr, sehr schöner Sommerduft. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wenn der im Shop ist, dass ich mir den tatsächlich mal bestelle. Zumindest jetzt vom Kaltschnuppereindruck. Und das letzte ist der Erdbeerkuss mit Cream Cheese Frosting. Und das ist nicht meiner. Ich habe ein Problem mit Cream Cheese Frosting. Erdbeerkuss finde ich noch ganz gut, aber Cream Cheese Frosting ist für mich, ja, ranzig ist falsch ausgedrückt. Das hat für mich eine sehr unangenehme Unternote. Es ist auch egal, ob ich das Öl einzeln in einem Duft habe oder ob es gemixt ist. Sobald Cream Cheese Frosting dabei ist, gefällt mir der Duft zu 99% nicht mehr. Ist auch bei dem hier so, darf weiter wandern. Ja, und das war's schon. Kurz und knapp meine Bestellung von der lieben Doris. Es war nicht viel. Es ist allerdings so, dass ich mir eigentlich vorgenommen habe, weniger zu kaufen. Und ich habe in diesem Monat mein Geld ein wenig verteilt. Ich hatte diese kleine Mini-Bestellung bei
der Wachsmacherei, die kleine Mini-Bestellung bei Doris. Ich hatte die Customs geordert von Duftkonfetti. Und was ich gleich noch für euch abdrehen werde, ich habe ein paar neue Witchy-Woo-Wachse bestellt und bei eBay eine Woodwick-Kerze ersteigert. Wie gesagt, ich werde das gleich abdrehen. Ihr bekommt das aber erst in ein paar Tagen zu sehen. Ja, das war's. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Wenn ihr das ein oder andere Meld habt, dann schreibt mir gerne mal, wie ihr es findet. Findet ihr es toll? Findet ihr es eher nicht so toll? Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.